Hey Leute, ich drehe heute nochmal einen Vlog für euch und wir haben jetzt circa 5 vor 9. Wir haben gerade gefrühstückt und ich werde jetzt erstmal den Springsattel sauber machen, den wir geliehen bekommen haben für die Paola, denn heute kommt der Sattler und ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute einen Springsattel für die Paola finden. Ich würde mich total freuen und ja, mal schauen. Jetzt muss ich mich aber erstmal ans Putzen ranmachen. So sieht der Sattel jetzt vorher aus. Wie man gut erkennen kann, war die letzte Springstunde ziemlich matschig. Und ja, den muss ich jetzt erstmal gründlich sauber machen. So, der Sattel ist jetzt fertig. Ich habe mir den hier so hingehangen, dann konnte ich es besser sauber machen. Und ja, jetzt werde ich nur noch den Schutz drüber tun und dann kann ich ihn auch schon wieder abgeben. So, ich muss mir jetzt hier noch eben eine Schabracke aussuchen für den Springsattel. Also, ich glaube, ich nehme mal zwei verschiedene Größen mit. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Größe gut ist. Jetzt einfach mal die hier. Hopp, jetzt sind die runtergefallen, egal. Und die hier, weil die ist etwas größer. Und ja, wir haben jetzt gerade schon Anhänger dran gehangen. Hattet. Und jetzt können wir auch schon losfahren. So, wir sind jetzt hier gerade am Stall angekommen und ich werde mir jetzt erstmal die Paola holen. Die steht auch schön hier unten und sie guckt mich auch schon die ganze Zeit an. Mega süß. Und Inka steht daneben, der werde ich natürlich auch noch Hallo sagen und das Martin natürlich auch. So, ich fülle jetzt eben das Wasser auf. So, müssen wir eben hier aufmachen. Und wieder zumachen. So. Wassermarsch. Ich schau, dass er da bleibt. Ich werde jetzt erstmal die Paola gründlich putzen und genau. Die Inka denkt sich auch schon so, warum macht ihr nichts mit mir? Die Inka ist aber halt erst später dran. Und ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Julia jetzt für 4 Wochen in Amerika. Und deswegen fliege ich sie ja so ein bisschen. Und ja, später bist du auch noch dran. Ich habe mal eine Frage. Und zwar kriegen eure Ponys auch schon so Winterfell. Inka und Satya haben schon richtiges Plüschfell jetzt bekommen, weil die Nächte ja immer kälter werden. Und Paola noch nicht so sehr, weil sie immer nachts eine Decke drauf bekommen. Aber die anderen beiden schon. So, die Paola ist jetzt fertig geputzt. Und jetzt müssen wir nur noch Transportgamaschen drauf machen. Meine Mama hat auch gerade schon den Anhänger gepackt, währenddessen ich die Paola geputzt habe. Und ja, dann können wir auch schon losfahren und ich freue mich schon total. Was ich sagen wollte, ich freue mich schon total, weil Paola und ich haben, bevor der Sattler kommt, noch eine Dressurstunde. Und ich bin mal gespannt, wie diese wird und ich hoffe so sehr, dass wir heute einen Springsattel für sie finden. Immer wenn ich die Paola abgeladen habe vom Anhänger, führe ich sie einmal immer hier rum, damit sie weiß, dass wir jetzt hier wieder im Reitstall sind, weil sie kann ja nicht wissen, wo wir hinfahren und dann kann ich sie auch überall einfach anbinden und so, weil sie weiß ja dann, wo wir sind und ja, jetzt ist ja auch, wie ihr merkt, schon ganz entspannt und ganz gechillt.
Ich werde jetzt erstmal die Transportgamaschen abmachen. Und die ist hier. Was meinst du? Wie gesagt, ja, ganz entspannt. Und ich habe heute Gamaschen fürs Dressurreiten genommen. Also die hier. Weil wir haben ja jetzt gleich ja noch mit dem Sattler einen Termin. Und da werde ich mir jetzt nicht Bandagen drauf machen. Weil dann müsste ich ja alle Bandagen abmachen und dann Gamaschen dran machen. Das dauert mir einfach dann zu lange. Deswegen habe ich mich heute einfach für Gamaschen entschieden. Ich sitze hier gerade schon auf der Paola. Ich habe sie gerade mir fertig gemacht. Und heute habe ich eine hellblaue Schabracke drauf. Ich reite sie jetzt gerade schon ein bisschen warm. Und wir sind heute wieder auf dem Springplatz. Die Dressurstunde ist jetzt vorbei. Sie war mega, mega gut. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt ist auch gerade schon der Sattler da. Und wir haben jetzt gerade schon einen Sattel drauf. Und den werde ich jetzt gleich mal probereiten. Und ich habe mir den jetzt erstmal in Braun ausgesucht, weil ich mir eigentlich eine braune Springausrüstung für die Paola gewünscht habe. Ich bin jetzt auch noch mal ein paar Mal das Kreuz gegangen und der Sattel fühlt sich einfach mega, mega gut an. Und ich glaube, das ist unser Sattel und ja, ich bin mega happy, und dass es auch so gut geklappt hat. Ich bin auch heute die Paola sofort von Anfang an gesprungen, sonst bin ich immer nach der Springstunde erst gesprungen. Und ich finde, dafür hat sie es mega, mega lieb gemacht. Wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen. Wir haben die Paola jetzt nur noch schnell auf die Wiese gebracht. Wir haben nämlich jetzt schon 3 Uhr. Und wir sind um 11:15 losgefahren. Also richtig lang haben wir jetzt gebraucht. Die anderen beiden Ponys mache ich erst heute Abend, weil jetzt ist richtig, richtig warm. Und ja, dann ist heute Abend einfach ein bisschen kühler. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen. Und ja, mal schauen, was ich sonst noch heute mache. Leute, es gibt ja wirklich nichts Besseres, anstatt dass man nach Hause kommt und der Papa einen vorschlägt, in die Eisdiele zu fahren. Wir fahren jetzt gleich in die Eisdiele. Ich freue mich schon total, weil es ist ja jetzt, wie gesagt, richtig warm nochmal geworden. Und ich bin mal gespannt, was ich esse, aber ich denke Spaghetti-Eis so wie immer. Und ja, ich freue mich total, wir fahren jetzt gleich los. Und da hinten chillt der Dusky. Man sieht die nicht, er ist zu dunkel. Tesky! Da guckt er gerade da. Hier chillt die Amy. So, jetzt muss ich mich aber auch beeilen, weil alle sitzen schon im Auto und ich habe Schiss, dass sie jetzt ohne mich losfahren. So, ich gehe jetzt gerade eine Runde mit der Amy spazieren.
Ich werde mal schauen, aber auf jeden Fall nicht so eine große Runde, weil ich möchte jetzt gleich noch zu Inka und Smarty und ja, die mache ich halt jetzt gleich auch noch. Und die Amy ist da drüben und ja. Es ist einfach so schönes Wetter gerade. Es ist zwar jetzt schon kälter geworden, deswegen habe ich mir schon einen Pulli jetzt gerade angezogen, aber nur so einen dünnen. Und ja, wir gehen jetzt hier gerade die Wiese entlang. Die Sonne ist da auch am Schein, mega schön. Und Amy hat auf jeden Fall ganz viel Spaß. Die rennt hier schon die ganze Zeit so rum. Wir sind jetzt gerade im Wald schon angekommen. Und die Blätter sind einfach schon so schön. Die werden schon richtig schön gelb und rot und so. Wer liebt es auch, immer so durch die Blätter zu laufen? Ich liebe irgendwie dieses Geräusch. Ich bin jetzt hier bei den Ponys. Und wir sind schon auf dem Platz, Marty und ich. Und zwar mache ich so ein bisschen Zirkuslektion und Bodenarbeit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es so wird, weil das haben wir jetzt länger schon nicht gemacht. Und ja, die Inka, die ist da nach dran. Jetzt geht auch schon langsam die Sonne unter. Und es ist einfach so schön. Und ja, jetzt werden Smarty und ich erstmal loslegen. Und Smarty hat, wie gesagt, auch schon ein richtiges Plüschfell. Ich kann es ja mal zeigen. Das Köpfchen ist auch schon viel plüschiger geworden. Hier ganz schönes Plüschfell halt schon. Ne? Ich habe jetzt gerade die Inka geputzt und hier ist schon die Smarty. Und ja, die werde ich jetzt auch noch ein bisschen bodenarbeitmäßig was machen. Inka, bleib mal stehen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sie so ist. Smarty ist mega, mega gut drauf. Inka. Und ja, also, falls ihr euch wundert, warum ich euch nicht mitnehme, liegt das daran, dass ich jetzt mich darauf konzentrieren möchte, weil ich das jetzt länger schon nicht mehr gemacht habe mit den beiden Ponys. Ich bin wieder jetzt zu Hause und ich habe gerade die ganze Zeit mit der Amy gekuschelt. Und zwar ist unten bei uns jetzt eine Baustelle, deswegen konnte ich euch auch heute nicht so viel im Haus filmen. Und zwar kriegen wir einen neuen Boden und deswegen muss die Amy jetzt bei mir schlafen. Und ja, aber ich glaube, das findet sie nicht schlimm. Und ich werde jetzt gleich nur noch duschen gehen und ja, danach machen wir noch einen Filmabend oder so oder mal schauen. Ich habe jetzt gerade auch schon Abend gegessen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!